So, jetzt gehen wir hier rüber zu den Ohren. Wie ihr seht, sie hat hier auch sehr viel Fell auf den Ohren. Und sie hat da auch schon etwas Weiß drin. Nicht so viel, aber ein bisschen. Ich nehme jetzt hier gerne von Greyhound mein Trimmmesser. Beziehungsweise das ist ein Trimmstein. Hier vorne ganz gut zu handhaben. Es ist sehr weich in der Hand durch den Ding. Auch sehr biegsam. Und damit kann ich eigentlich sehr gut ziehen. Und fange dann auch hier an, die Öhrchen vorsichtig auch hier mit dem Strich zu rupfen. Denn wenn ich die jetzt zu fest rupfe, habt ihr gemerkt, dann tut es weh. Das wollen wir ja nicht, aber ich habe es jetzt einfach mal demonstrativ euch gezeigt. Nicht, dass ihr euch einfach erschreckt. Nehmt wirklich hier oben nur die Spitzen und zieht nur an den Spitzen. Dann tut ihr dem Hund nicht weh. Wirklich nur ganz leicht. Das könnt ihr eigentlich mit jedem Messer machen. Oder aber auch einfachheitshalber, wenn ihr sagt, Trim ist nicht so mein Ding, ich schere lieber, geht das natürlich auch, zeige ich auch gleich. Aber hier würde ich jetzt gerne erstmal noch ein bisschen trimmen, damit ich hier das tote Fell erstmal rausbekomme. Bekomme ich diese Trimmsteine im normalen Tierhandel? Nein, die bekommst du eigentlich nur, also ich persönlich kaufe gerne bei Ehaso ein. Denn auf Ausstellung kannst du einfach auch selber gucken. Da gibt es verschiedene Trimmsteine. Wie sie dir in der Hand liegen, ob sie dir groß genug sind, klein genug. Ich habe gerne hier hinten noch einen kleinen Stopp. Manchmal wäre es mir lieber, es wäre doch etwas länger, weil ich habe doch relativ große Hände. Man kann natürlich auch einen Bimstein nehmen, sich den dementsprechend zuschneiden. Wäre also auch gar kein Problem. Oder du nimmst einfach ein ganz normales Trimmmesser. Ich arbeite nun mal gerne mit diesem Messer, beziehungsweise mit diesem Stein. Denn da habe ich persönlich jetzt einfach ein besseres Gefühl fürs Ohr. Und wie ihr einen Unterschied sehen könnt, Tag und Nacht. So, jetzt gehe ich mit, wenn ihr das angucken könnt, 1,5 mm. 1,5 mm gehe ich jetzt über die Ohren. Und könnt ihr natürlich auch direkt über die Ohren gehen, bevor ihr getrimmt habt. Wobei es immer schöner ist, wenn ihr trimmt. Auch da wieder mit dem Strich die Hand unterm Ohr halten und einfach nach außen ziehen. Auch hier einfach nach außen ziehen. Habt keine Angst, dass ihr das Tier verletzt. Denn wenn ihr nach außen geht, könnt ihr es nicht verletzen. Wenn ihr allerdings so nach innen geht, besteht die Gefahr, dass ihr das Tier hier draußen verletzt. Also immer bitte nach außen weg. Und wie gesagt, ich bin da jetzt mit 1,5 mm und mache da den Hund kurz. Das gleiche dann auch im Innenohr. Ohr umklappen. Schermaschine ansetzen und immer nach außen. Hier stütze ich es jetzt mit meinem Finger. Komm her, das kitzelt, ich weiß. Ah ja. Umklappen und immer schön nach außen hinweg. So wie das Fell wächst, so nach außen hinweg. Und dann hat man zum Vergleich jetzt erstmal so ein Öhrchen zu so einem Öhrchen.